In diesem Video erkläre ich dir das Erwartungswertprinzip ganz einfach an einem Beispiel. Moin moin zusammen. Du befasst dich gerade mit dem Erwartungswertprinzip, ein wirklich klassisches Entscheidungsprinzip. Warum ist das so? Nee, es gibt halt da draußen verschiedene Investitionsmöglichkeiten und du möchtest die miteinander vergleichen. Das haben wir bei der Kapitalwertmethode dynamische Investitionsrechnung. Die Videos von mir sind super geil, habe ich gehört. Zieh sie dir rein. Da haben wir das schon ein bisschen durchgeschnackt. Und jetzt geht es darum, dass wir hier eine Methode anwenden wollen, weil in der Realität haben wir immer zwei oder drei oder vier Szenarien von der jeweiligen Investition. Die Investition in eine Anlage, die zum Beispiel Papier herstellt und wo ich dann Papier verkaufe, das kann ja durch die Decke gehen. Jeder kauft mein Papier oder keiner hat richtig Bock auf mein Papier. Also gibt es ein Worst Case und ein Best Case Szenario. Und damit befasst sich diese ganze Thematik hier. Das Grundprinzip dahinter ist aber, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung dieser Zustände schon genannt ist. Das heißt, dass mein Papier durch die Decke geht, dass das jeder kauft. Die Wahrscheinlichkeit hat meine grandiose Marketingabteilung schon ermittelt. Und dass es eben dann nicht durch die Decke geht, ist dann die Gegenwahrscheinlichkeit oder die ist mir gegeben. Oder es gibt sogar noch so ein Mittelszenario. Also darum geht es im Ganzen. Die Wahrscheinlichkeiten sind aber zum jeweiligen Szenario der jeweiligen Investition gegeben. Und dein Ziel ist es dann, mit Hilfe des Erwartungswertes, den du hierdurch ermittelst, was ich dir gleich hier grandios charmant hinten zeige, dass du dann eben den Wert nimmst, der am höchsten ist. Du möchtest ja wieder dein Maximum herausholen, optimieren. Die Formel sieht wie folgt aus. Du möchtest den Erwartungswert der Alternative I, zeige ich dir gleich, cremig bleiben. Und dieser bildet sich aus der Summe von der Wahrscheinlichkeit vom Eintrittszustand I multipliziert mit dem Zielbetrag von Alternative I bei Eintritt des Zustandes J. Puh, weiß ich, cremig bleiben, erkläre ich dir gleich. Schauen wir uns doch mal dieses erotische Beispiel dazu an. Da wird dir das einiges klarer. Wir haben zwei Investitionsmöglichkeiten. Die Maschine oder die. Was die produzieren, ist mir absolut Bombe. Es sieht nun wie folgt aus. Die eine Maschine kostet 3.300 zu Beginn und macht dann eben 3 Jahre lang eine Rente von 1.550 Euro. Die zweite Maschine kostet dich 3.750 und hat dann eben einen Cashflow von 3.750 im ersten Jahr, im zweiten Jahr 3.600 und im dritten Jahr 6.600 Euro. Und die Dauer sind 3 Jahre. Nun, ich habe jetzt mal ein bisschen hier zusammengespukt, weil Rentenrechnung musst du verstanden haben, habe ich im Video auch hier ganz normale Kapitalwertmethode musst du verstanden haben, auch das Video vorher gucken. Ich werde es jetzt aber hier nicht grob umfassen. Ne? Es geht hier wirklich nur um die Thematik hier. Aber falls nicht, zieh es dir rein, wird wirklich gut und verlinke ich dir auch unten, wie es funktioniert, anschauen. Und alles wird abgezinst zu 5%, wissen wir bei der dynamischen Investitionsrechnung, mit 5%. Alles Klärchenbärchen. Und nun fällt dir auf, dass die Rente hier eine Wahrscheinlichkeit von 55% hat. Dass diese Maschine 3.300 kostet, ist safe. Dass das Ganze 3 Jahre lang die Maschine andauert, auch alles Klärchen. Aber diese 1.550, dass ich eben so viel Gewinn, in Anführungszeichen, jetzt mal nehmen wir an, mache, die Wahrscheinlichkeit ist nur 55%. Stattdessen habe ich eine andere Variante oder ein Szenario, da mache ich nur jedes Jahr 1.450 für die nächsten 3 Jahre. Und das ist eine Wahrscheinlichkeit von 45%. Ne? Dezimalzahlen hier wichtig. Und bei der Investition, da sind die Cashflows safe. Aber jetzt passiert Folgendes. Bei der Wahrscheinlichkeit von 75%, da bleibt die Maschine 3 Jahre lang am Leben. Und ich mache noch die 6.600 Euro Cashflow. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 25%, da geht mir die Maschine aber nach dem zweiten Jahr am Ende kaputt. Paff, ist ein Mitarbeiter reingesprungen mit dem Karatesprung, zack, fertig, K.O. Gut, und das sind jetzt die Wahrscheinlichkeiten, die wir haben. Und nun rechne ich mir zuallererst
von allem den Kapitalwert aus. Ne? Weil ich, damit kann ich sie vergleichen. Darum geht's. Da könnte man unterschiedliche Jahre haben, Dauer, der eine ist eine Rente, der andere Cashflow, wie auch immer, ne? Kapitalwerte in verschiedenen Szenarien und Größen. Und die möchte ich erstmal vergleichen. Darum Kapitalwertmethode. Also ermittle ich jetzt im Endeffekt von der Investition hier, von Investition 1, ich mache es mal hier oben, Investition 1, mache ich Szenario 1. Und das nenne ich jetzt mal hier Szenario 1 mit der Wahrscheinlichkeit von 55%, dass eben 1550 ja, jedes Jahr am Ende des Jahres kommen. Wie mache ich den Kapitalwert davon? Naja, ganz einfach, Kapitalwertmethode minus 3300. Ne, die Anfangsinvestition muss ich ja abziehen, negativ, plus. Und dann habe ich erkannt, dass der Schlingel hier eine Rente ist. Also kann ich meine Rentenformel nachschüssig ganz einfach anwenden. Wie gesagt, Video bei mir auf dem Kanal reinziehen, wird abends echt erotisch. Vertrau mir, und Frauen stehen da auch drauf. 1550 mal, und dann kommt ein Bruch, Klammer auf, 1 plus den Zinssatz 0,05. Ja, und das Ganze dann, wie viele Jahre haben wir diese Rente? 3 Jahre, und das Ganze mal noch minus 1. Geteilt durch 0,05, also wieder i, mal, Klammer auf, 1 plus 0,05 hoch und wieder Jahre 3. So, und dann habe ich meinen ersten Kapitalwert. 921,03 Euro. Das ist das heute Wert, das Szenario, ne, mit der 55% Wahrscheinlichkeit. Und nun mache ich dasselbe nochmal, i, 2, C0 und berechne da den Barwert derzeit. Also, was haben wir da? Investition ist dasselbe, alles klar. 3300 plus, und da ist aber das, die Rente jedes Jahr nachschüssig 1450 Euro. Und dann habe ich auch wieder hier meinen Rentenbarwertfaktor nachschüssig. Der baut sich auch wieder selbst auf. 1 plus 0,05 hoch 3 minus 1. Und das Ganze geteilt durch 0,05 mal 1 plus 0,05 hoch 3. Und das ergibt einen heutigen Barwert von 648,70 Euro. Naja, du merkst schon, ist niedriger. Klar, die Rente war ja auch niedriger. Gut, und dadurch habe ich die Barwerte von den beiden. Und nun mache ich dasselbe Spiel für Investition 2. Das bedeutet, ich mache hier Investition 2. Und welches mache ich? Mache mein erstes Szenario durch, also 1, C, 0. Naja, und das sind hier Cashflows. Und deswegen mache ich ganz normal Kapitalwertmethode, also minus meine Anfangsinvestition von minus 3750 und dann plus. Und nun muss ich jeden Cashflow halt einzeln abzinsen. Wer hätte es gedacht? 3750 geteilt durch 1 plus 0,05, selbes Spiel. Welches Jahr ist es? Das erste, ein Jahr abzinsen. Da müsst ihr jetzt wirklich das verstanden haben, weil sonst habt ihr eh verloren. Nächstes, 3600 geteilt durch 1 plus 0,05 und das Ganze ist im zweiten Jahr hoch 2 plus, und der letzte Cashflow sind ja die 6600 Euro geteilt durch 1 plus 0,05 und das ist im dritten Jahr. So, weil da lebt die Maschine ja 3 Jahre und darum fanden die 3 Cashflows statt, ganz klar. Und da ist der Barwert von dieser Investition 1322,89 Euro. Und nun machen wir das nächste Szenario. Ja, ich habe halt Bock, jetzt wird's wild. Leute, zweites Szenario, selbes Spiel, wieder minus 3750 plus 3750. Geteilt durch 1 plus 0,05, weil der erste Jahr findet ja statt. Zweites Jahr spielt auch eine Rolle mit, alles klar, 3600. 1 plus 0,05, das Ganze hoch 2, versteht sich. Und drittes Jahr gibt's nicht, weil die Maschine ja voll kaputt ist, weil unser Mitarbeiter dachte, die neue Praktikantin irgendwie beeindrucken zu müssen. Und das ergibt einen Barwert von 286,21. Also merkt ihr, für die Anlage 1 haben wir die beiden Barwerte, und für Anlage 2, Investition 2, haben wir die beiden Barwerte. Und nun, das war's eben, dann haben wir die Kapitalwerte und nun wenden wir diese Formel an. Das heißt, der Erwartungswert von eben römisch 1, jetzt kommt die Formel ins Spiel, passt auf, ist gleich, und nun kommt's, Wahrscheinlichkeit von Eintrittszustand i.
Wie ist die Wahrscheinlichkeit vom ersten Zustand? Ja, 0,55 mal Zielbetrag von Alternative I, Alternative I, bei Eintritt des Zustandes J. Mhm. Das bedeutet, hier muss ich jetzt den Barwert nehmen, weil das ist ja die Wahrscheinlichkeit, so 55%, dass eben die Rente 1550 Euro die nächsten 3 Jahre stattfindet. Also 921,03. Und nun, dass ein Summenspielchen ist, mache ich das nächste. Plus nächste Wahrscheinlichkeit ist ja die Gegenwahrscheinlichkeit. Ja, oder man hätte noch eine dritte, aber das haben wir ja hier nicht. 0,45 mal dessen Barwert. 648,70. So, und dann haben wir einen Erwartungswert an die Investition 1 von 798,94. Das ist dieser Erwartungswert. Und nun machen wir das nächste auch noch für die nächste Investition. Also wieder Erwartungswert von Investition 2, römisch 2. Die Wahrscheinlichkeit wieder 0,75, dass die Maschine eben 3 Jahre hält. Mal, was war der Barwert? 1322,89 plus Summe, nächste Wahrscheinlichkeit, 0,25 mal. Und dann haben wir hier 286,21 und das ergibt einen Barwert von? Von 1063,74. Und das sind jetzt die jeweiligen Erwartungswerte unserer Investition. Das kann man beliebig weitermachen, ist ja ein Summenspielchen. Egal, wie viele Varianten du noch hast, 10%, 30, 40 und dann 50, wie auch immer. Ihr müsst halt immer die Barwerte mit denen multiplizieren. Und dann haben wir jetzt hier den Erwartungswert. Und dieser Erwartungswert, da nehmen wir den höchsten. Das ist ja die Mission Optimierung des Erwartungswertes und das ist der höchste. Also entscheiden wir uns in dem Fall für Investition 2. Alles gleich, Bärchen. Also nochmal kurz und knackig, was ist zu beachten beim Erwartungswertprinzip, was ein klassisches Entscheidungsprinzip ist. Wir machen die Barwerte von allen Investitionen und eben deren verschiedenen Szenarien oder eben auch Zustände, rechne ich mir aus. Und dann multipliziere ich die Barwerte, eben auch oder Kapitalwerte genannt. Die multipliziere ich mit der Wahrscheinlichkeit und summiere das Ganze. Und dann wähle ich eben von der Investition das, was am höchsten ist. Charmant, wie ich kleiner Romeo wieder bin, habe ich für dich wieder eine Übungsaufgabe, weil Üben macht hübsch, vertrau mir. Und zwar folgendes. 2 Investitionen. Investition 1, du zahlst 900 Euro, hast eine Rente von 400 Euro, 3 Jahre lang. Die Wahrscheinlichkeit tritt zu 40% ein. Aber es gibt auch den Fall, dass du die Rente nur 2 Jahre lang bekommst. Wir reden hier gerade von der nachschüssigen, wie ich es auch hier oben gemacht habe. Ganz simpel. Nur, dass im dritten Jahr dann einfach nicht 400 gekommen sind, sondern nur 150. Machst entweder als Rente und dann noch das abgezinst oder du machst gleich 3 Cashflows draus. Aber das kriegst du hin, das glaube ich, du bist klug, schau meine Videos, verdammt. Und das Szenario kommt zu 60%. So, das Ganze wird abgezinst zu 7% bei allen hier. Und nun bei Investition 2. Hier, da siehst du jetzt mal einen Strahl. Mensch, meine Güte, ich bin halt kreativ. Minus 550 zu Beginn. Erstes Jahr 300 Euro Cashflow. Zweites Jahr 250. Drittes Jahr 100. Das sind eine 75% Wahrscheinlichkeit. Und die zweite Variante ist auch wieder 550 Investitionen zu Beginn. 300 im ersten, 250 im zweiten und im dritten nur 25. Statt eben 100, wie oben. Das passiert zu 25%. Und dadurch hast du die Barwerte. Erstes Szenario, 149,73. Zweites mit 60% ist minus 54,35. Und die beiden summiert und dann noch mit der Wahrscheinlichkeit verrechnet, ergibt dann 27,28. Und die beiden Schlingels hier ergeben 80,36. Das Szenario von Investition 2. Und das Szenario von Investition 2, das ergibt 19,14. Summiert, mit Wahrscheinlichkeiten verrechnet, ergibt 65,06. Das sind die jeweiligen Erwartungswerte der Investition und entschieden hättest du dich für Investition 2. Probier es wirklich selbst aus, Stift und Papier, Hände aus der Hose und Vollgas geben. Falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist wirklich nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.